Eine wahre Perle. Der Fall Anna Maria Zwanziger. CC Live präsentiert Eine wahre Perle. Der Fall Anna Maria Zwanziger. Aus der Reihe Die zarte Hand des Todes, wenn Frauen morden. Von Peter Hies und Christian Lunzer. Gesprochen von Klaus Fester. Die Taten der Anna Maria Zwanziger, die die Kriminalgeschichte auch als deutsche Marquise de Brinvilliers, eine berühmte französische Giftmischerin, oder das Monster aus Bayern kennt, zeichnen sich durch exakte, langfristige Planung und damit eine gute Portion Heimtücke aus. Nicht umsonst gilt diese Frau als eine der drei klassischen deutschen Giftmörderinnen des 19. Jahrhunderts. Dabei war sie eigentlich, wie häufig in solchen Fällen, eine unscheinbare Person, der niemand etwas Böses zugetraut hätte. Der Justizamtmann von Pegnitz im Bayreuther Oberland gratulierte sich zur Wahl seiner neuen Haushälterin. Am 25. März 1808 hatte Herr Glaser, auf Empfehlung von Freunden, eine Nürnberger Witwe mit Namen Nanette Schönleben, geborene Steinacker, engagiert, die einige Jahre in seinem Amtsort als Näherin gearbeitet und sich durch sittliches Betragen, Bescheidenheit und untadeligen Lebenswandel empfohlen hatte. Sie war mit ihren über 50 Jahren zwar nicht mehr ganz jung und auch nicht mehr besonders ansehnlich, hatte aber das Hauswesen bald völlig im Griff. Und das war für den Amtmann, der gerade von seiner Frau verlassen worden war, besonders wichtig. Die Witwe kümmerte sich nicht nur um Küche und Keller, sondern setzte darüber hinaus in scheinbar selbstloser Manier alles in Bewegung, was in ihrer Macht stand, um die entlaufene Gattin ihres Arbeitgebers zur Rückkehr ins verlassene Ehebett zu bewegen. Sie schrieb Briefe und insistierte so lange, bis sie tatsächlich Erfolg hatte. Frau Glaser wollte sich mit ihrem Mann versöhnen und Nanette sorgte für einen großen Empfang. Das ganze Städtchen stand Spalier, die Wege waren mit Blumen bestreut und über der Haustür prangte der Spruch »Der Witwe Hand knüpft dieses Band«, von dieser selbst gedichtet und in Schönschrift verewigt. Die Heimkehrerin wurde allerdings von üblen Vorahnungen geplagt. »Ich melde euch«, schrieb sie an eine Freundin, »dass nächsten Mittwoch eine Aussöhnung mit meinem Mann statt hat. Wie mir ist, kann ich euch nicht sagen. Fürchterlich tobt es in mir. Ob mir vielleicht etwas ahnet?« Und ob ihr etwas ahnte. Kaum 4 Wochen nach dem Brief, am 26. August 1808, starb die bis dahin völlig gesunde, kräftige junge Frau plötzlich unter fürchterlichen Krämpfen, Erbrechen und Diarrhöen. Die Witwe Schönleben konnte kaum das Begräbnis abwarten, um ihre Wirkungsstätte endlich zu verlassen. Sie zog weiter und begab sich in die Dienste eines noch unverehelichten Amtskollegen von Herrn Glaser, nämlich des Justizamtmannes Grohmann in Sansparail. Als sie am 25. September dort ihren Dienst antrat, war ihr neuer Dienstherr schon seit längerer Zeit kränklich. Trotz seiner Jugend von knapp 35 Jahren plagte ihn derart die Gicht, dass er des Öfteren sein Bett nicht verlassen konnte. Die neue Haushälterin pflegte den Mann aufopfernd, wich nicht von seiner Seite und begegnete anderen mitleidigen Seelen, die ebenfalls helfen wollten, mit entschiedener Abwehr. Den Brüdern Lorenz und Johann Dorsch, die beide als Hausdiener bei Grohmann tätig waren, servierte sie Bier, woraufhin beiden entsetzlich übel wurde, ebenso wie dem Herrn Amtmann Christoph Hoffmann, als er bei einem Besuch vom Gerstensaft gekostet hatte. Ihrem kranken Arbeitgeber ging es aber, trotz der von allen bemerkten aufopfernden Pflege von Seiten der Witwe, keineswegs besser. Im Gegenteil,
Zu seinem Krankheitsbild gesellten sich besorgniserregende neue Symptome. Heftiges Erbrechen, Schmerzen in den Gedärmen, Durchfall, trockene Haut, Entzündung des Schlundes, großer Durst, ein pelziges Gefühl in den Gliedern und starke Schwächeanfälle. Der Justizamtmann hatte sich trotz seiner Hinfälligkeit mit Heiratsplänen getragen. Als Braut war bereits die Tochter eines Kollegen bestimmt. Frau Schönleben hielt die Idee einer Verehelichung allerdings ganz und gar nicht für gut. »Der Mann ist ja immer krank. Was will er noch heiraten?« sagte sie zu Besuchern. Trotzdem wurde nach einer Einstandsvisite der zukünftigen Braut die Hochzeit geplant. Als Grohmann am 8. Mai 1809 nach kurzer, aber schwerer Krankheit plötzlich verstarb. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe True Crime – Krimiwelten von Peter Hies und Christian Lunzer. Gelesen von Klaus Fester. Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit wahren Fällen der Kriminalgeschichte sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.truecrime.de bzw. www.krimiwelten.de sowie www.cclive.de. Viel Spaß beim Stöbern und Hören!